Ja. Oh. Pff. Hey, ihr Lieben. Oh Mann. Ich will einen Vlog anfangen und meine Mutter ruft wieder an. Ja. Mama, das hat mir gerade Aurel geschrieben. Patrice hat mir das geschrieben und jetzt hast du das an mich angerufen. Aber danke, Mama. Okay, super. Ich räume gerade die Wohnung auf, Mama. Ja, ich weiß. Ich weiß, Mama, deswegen. Tschüss. Ruf mich später an wegen Alia, ne? Okay, tschüss. Also, willkommen beim neuen Video, Leute. Es ist Donnerstag und es ist kurz nach 3. Entschuldigt meine Haare, aber ich muss die gleich nochmal waschen und deswegen sehen die so aus, wie die aussehen. Auf jeden Fall waren wir heute Vormittag im Rabatz, da konnten wir leider nicht filmen. Und wir haben die Zeit mit Freunden genossen, deswegen war die Kamera aus. Aber wir fangen den Vlog heute schon mal an. Genau, wir waren vormittags, wie gesagt, im Rabatz. Die Kinder haben gespielt, wir hatten Spaß, und dann waren wir noch was Kleines essen. Aurel hat dann die Kleine weggebracht. Sie hat heute Oma und Opa Nachmittag, genau. Und ich bin zu Hause geblieben, weil ich jetzt die Wohnung aufräumen werde. Buh, nein, Spaß. Ja. Also, ich räume jetzt die Wohnung gleich auf. Also, ich bin schon gerade dabei. Ich habe jetzt schon die Wäsche angemacht. Jetzt sauge ich, jetzt wische ich noch den Boden und den Staub. Werde hier ein bisschen was vorbereiten, denn wir kriegen heute Abend Besuch. Und zwar, oh Gott, ich komme nicht klar mit meinen Haaren, Leute. Was ist das? Egal. Wir wollten eigentlich so eine kleine Runde machen, aber es ist dann doch mehr geworden. Ja. Oh. Aurel kommt jetzt gleich mit meiner Schwester zusammen. Und dann werden wir uns später nochmal zusammen schminken. Denn wir fangen heute schon um 18 Uhr an, da viele morgen arbeiten müssen. Und wir wollten es ja jedem irgendwie gerecht machen. Genau. Und zwar habe ich gestern bei H&M noch schnell einmal eine Strumpfhose besorgt. Einfach so eine schwarze. Und haben ja, Bierpong geholt. Wir bräuchten aber hier nochmal eine Tischdecke. Wir sind gespannt, ob jemand eine Tischdecke hat, weil unser Tisch ist ja neu, deswegen müssen wir da nochmal gucken. Dann haben wir nochmal Pappteller geholt, obwohl wir nichts zu essen machen werden, weil wir wollten es eigentlich nur klein halten, aber das wird sowieso spätestens an Alias Geburtstag weggehen, deswegen, ja. Dann hat Aurel mir noch das gekauft, aber jetzt habe ich von einer Freundin geholt, dass es nicht erlaubt ist, deswegen schade. Und dann haben wir noch geholt. Einmal so, damit man die weiße Farbe gut auftragen kann, dann haben wir einmal nochmal so ein Spray in Türkis geholt, Türkis, dann einmal in Rosa. Dann habe ich mir noch so Kniestrümpfe geholt. Und zwar, upsala, und zwar solche, die fand ich mega geil. Das waren auch die letzten. Dann habe ich noch, Moment, ich hole das mal erstmal hier alles raus, weil es knistert ganz schön laut. Genau, dann habe ich noch einmal so Namen-Tattoos geholt. Da hat sich Aurel welche ausgesucht. Ich habe mal ein bisschen mehr mitgenommen, weil meine Schwester ja noch kommt. Vielleicht kann sie sich auch was aussuchen. Genau, und dann haben wir noch einmal Blut. Dann haben wir hier noch einmal, haben wir Blau. Zweimal Weiß, einmal Rot. Und dann habe ich einfach nur so einen Kajalstift geholt. 50 Euro. Also es ist wirklich übertrieben teuer, sowas zu holen. Aber wenn was übrig bleibt, das kann man immer noch nächstes Jahr verwenden. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und außerdem muss ich ja Aurel schminken. Aurel geht als Joker. Ich werde als Plastikpuppe sozusagen gehen. Inspo bei Sunny Loops. Danke dafür. Also sie hat mich irgendwie ein bisschen inspiriert. Genau. Also ich werde nicht genau dasselbe machen, aber sowas in der Art. Dann habe ich noch bei Instagram ein bisschen durchgeguckt und mir nochmal ein cooles Bild rausgesucht. Und zwar so. Ja. Sowas in der Art. Aurel will, wie gesagt, als Joker gehen. Und meine Schwester, die will sich nicht so gerne schminken. Aber ich werde sie schon überreden. Und ich bin mal gespannt, was wir machen. Also sie wollte irgendwie ein Vampir oder ein Skelett. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob das auch auf dunkle Haare geht. Weil wir haben ja beide dunkle Haare. Aber ich denke, das wird gehen. Wir sind gespannt. Ich werde nämlich heute rosane Haare haben. Wahrscheinlich. Genau. Ja. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich fange mal an, hier weiter aufzuräumen. Ich habe euch noch vergessen, was zu zeigen. Und zwar bei H&M schnell so ein T-Shirt geholt, weil ich habe vor 2 Wochen alles aussortiert. Deswegen hatte ich auch nichts mehr. Und ja, das werde ich das T-Shirt anziehen. Das hat auch nur 5 € gekostet. Das werde ich dann noch so ein bisschen zerschneiden und ein bisschen mit Blut ja, bemalen sozusagen. Und dann habe ich noch mal
Ja, wie soll es anders sein? Ein Pullover für Alia mitgenommen. Ich wollte eigentlich das Outfit zusammen, also es ist zusammenholen, aber da gab es die Hose nicht, weil davon gibt es auch noch die Hose und ich fand das süß als Set. Mein Schatz ist wieder da. Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video. Das habe ich schon gesagt. Weiß ich doch. Hey, ich bin wieder da. Ich bin heute auf süß unterwegs mit meinen Haaren. Auf jeden Fall Und hat sie er ist heute jetzt auch auf süß unterwegs mit ihren Haaren. Auf jeden Fall hat er jetzt meine Schwester abgeholt Das und ist Maugosha 2. jetzt werden wir was essen, ich schätze mal. Und ab morgen, Leute, ich werde auf Diät gehen. Wieder. Nein, wir werden auf Wir Diät. werden auf Diät gehen. Genau, also das letzte Mal Pizzabrötchen. Ja. Habe ich mir fest vorgenommen, weil ich wirklich jetzt schon wieder 5 Kilo zugenommen habe, Leute. Also ich habe wirklich vor den Sommerferien so viel zugenommen, Und dass ich mich nicht mehr wohlfühle, ich sage hab ich ganz Muskeln ehrlich. Ja. Und wir haben, im März war das, also im Frühjahr haben wir die Diät so krass durchgezogen. Und man kann eine Diät machen, wirklich ohne zu hungern. Also ich esse ja sehr, sehr gerne Chips und Schokolade und es gibt ja immer so Das sind Alternative. halt aber ja auch immer so Sachen, wenn man die isst, dann die machen ja nur kurz satt, ne? Und wenn du dann so lange Ja. isst, die gut sind, die mir länger satt machen, dann bist du auch Also länger. es gibt natürlich Alternativen, die, aber das ist nicht vergleichbar, aber es gibt sozusagen, ich habe immer so Lust auf Joghurt, dann hat er mir immer so Magerquark gemacht mit Zimt und Früchten, also mit Himbeeren, Blaubeeren. Und deswegen, ja, haben wir uns jetzt vorgenommen, ja, regelmäßig zum Sport und Diät auf jeden Fall. Yes! Nur Aurel wieder nächstes Mal tätowiert, deswegen heißt es wieder für Aurel eine Woche Sportpause. Oh yeah. Ja, und ich lasse mich auch wieder tätowieren, aber ich habe noch keinen Termin, aber Und sie muss mein das wird Tattoo nochmal nichts groß. überstechen lassen. Das wird nichts Großes Sie muss mein sein. Tattoo nochmal überstechen lassen. Ja, dein Tattoo muss ich Oh mein Gott, überstechen Titel lassen. für das Video. Ich lasse mir seinen Namen übertätowieren. Stimmt. Oh mein Gott, ist das ein geiler Titel. Okay, auf jeden So wird Fall. das Video heißen. Erstmal essen wir jetzt erstmal. Kurzer Zwischenstopp. Also ich habe mich schon geschminkt. Bis jetzt sieht es so aus. Also ich habe jetzt meine Haare, werde ich noch machen. Also ich habe mir so ein paar Narben hier hingeklebt. Da habe ich ein bisschen Blut. Hier habe ich auch ein bisschen Blut. Dann habe ich mein Auge noch ein bisschen geschminkt. Und dann habe ich halt, ja, mein T-Shirt ein bisschen eingesaut. Ja, so sieht es aus. Bis jetzt. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich werde noch ein bisschen, ja, mir schminken ein bisschen noch und dann, ja, bin ich ready. Und jetzt werde ich noch meine Schwester schminken, die da hinten sitzt. Und ich werde dann noch meine kleine Stimmbänder gleich anziehen und dann wird das, glaube ich, schon ganz nice aussehen. Wir sind jetzt fertig. Also, ich habe jetzt einfach so ein Stimmband rein gemacht und mich so geschminkt. Meine Schwester ist jetzt auch ready, zeig mal. Sieht auch richtig geil aus. Hier auch so eine Narbe und so, richtig geil. Sie hat einfach dann so ein Hemd mit einer Leggings an. Damals geschminkt. Es ist gleich 18 Uhr. Die ersten werden auf jeden Fall gleich kommen. Und Aurel hat einfach. Ich habe Aurel auch geschminkt. Als Hi. Joker. Und dann hat er hier noch so. Zeig mal. Nee, das ist die falsche Seite, Schatz. Da hat er noch so Blut und dann ein bisschen Narben und auch eine Narbe. Und da hat er einfach so ein Hemd mit einer Jeans. Ein paar Gäste sind schon mal da. Die haben sogar Hast du Deko auch die davor. Schneckendrückte gelesen in dem Text, den wir geschrieben haben? Dass sie hier über die Türschwelle dürfen euch alle filmen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Und zwar. Paar Gläser und die Shisha müssen wir noch vorbereiten. Vielleicht kommt auf jeden Fall noch eine Shisha und dann ja. Und dann die Musik. Nächster Tag. Gestern hat Aurel noch netterweise die Wohnung aufgeräumt mit einem Freund und ich muss sagen, ich bin gestern einfach eingeschlafen. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall 9:15. Wir sind, meine Schwester und Aurel sind schon unten. Ich musste eben noch mal schnell die Kamera holen. Haben wir gestern Abend gefilmt? Ja. Auf der Party? Ja. Wir haben euch ja gestern kurz die Party gezeigt, aber wir haben jetzt nicht großartig gefilmt. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei meinen Eltern, haben jetzt Ali abgeholt. Ich bin ziemlich rot im Gesicht und meine Hände, Leute. Ja. Und ich habe noch hier noch das Tattoo, das muss ich mir auf jeden Fall auch noch gleich abmachen, weil ich muss noch duschen gehen. Jetzt sind wir gerade bei der Tankstelle. Und mein Schatz muss auf jeden Fall das Auto voll tanken. Oh, sie kuschelt immer mit der kleinen Puppe. Was war Mami. Denn? Ja, mein Schatz. Hallo. 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 Sie meint. Ja. Oh, mir geht's gut. Und wie mein Herz? Alia kann mittlerweile so gute Unterhaltung führen. Das ist richtig krass. Papa. Papa kommt gleich. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade tanken. Dann fahren wir was frühstücken, weil wir haben beide richtig Hunger. Mama, die macht was Papa macht. Auf jeden Fall stehen jetzt auch demnächst einige Geburtstagsvorbereitungen an. Meine Mama hat auch Geburtstag und deswegen, ja, ich liebe sowas. Also ich liebe Alias zu Geburtstag vorbereiten. Ich will weiß und blau. Okay, kriegst du. Hier weiß und blau. Und dann werden wir euch auf jeden Fall so ein bisschen zeigen, was wir gekauft haben, wie wir den Geburtstag vorbereitet haben, also ihre Geschenke natürlich und dann so ein bisschen den Geburtstag mitnehmen. Also das wird jetzt
Sie hat jetzt Ende November Geburtstag, aber wir werden mit den Vorbereitungen ja so nächste Woche eigentlich anfangen. Weil ich will, also wenn ich was bestelle oder was einkaufe, das muss dann immer schon da sein, damit ich das nicht auf dem letzten Drucker habe. Genau. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal frühstücken. Ich habe so Hunger, Leute. Oh mein Gott, ich hab so Hunger. Wir müssen jetzt einmal kurz was essen, weil sie dreht gleich durch. Und wir wollten letztes Mal schon einmal frühstücken zusammen. Und jetzt heute schaffen wir das wohl endlich. Wir sind jetzt frühstücken. Sie schneidet hier ganz professionell gerade ihr Brötchen. Alia. Und endlich mal richtig gute Auswahl. Okay. Guten Hunger. Ja, sie auch. Es ist jetzt nachmittags. Alia hat Mittagsschlaf gemacht. Wir haben uns das alle fertig gemacht. Und wir fahren jetzt ins Truma-Aquarium Tiere angucken. Ich würde mal Hashtag Alena-Vlog in die Kommentare, weil man mich noch gefühlt keiner gesehen hat in dem Vlog. Ich sitze hin mit Alia, weil Alia isst hier gerade noch. Und damit nichts daneben geht, passe ich hier ein bisschen auf. Wir sind auch gleich da. Wir sind jetzt beim Truma-Aquarium angekommen. Und alle gehen schon wieder und wir gehen jetzt rein. Mal gucken. Typisch. Hier gerade im Tropen-Aquarium und sie meinte, es ist ein bisschen wärmer drin, weil ich war hier noch nie. Ich habe einfach meine Stiefel an und einen Pulli und ich sterbe. Ich schwimme einfach. Das ist echt heiß. Das ist wir haben mal hier auf die Hose ausgezogen. Oh, ich muss mal meine Brusthaare machen. Jetzt mal ein bisschen schützen langsam, oder? Nee. Nee? Magst du, dass ich so haarig bin? Ja. Und wie sollte es auch anders sein, bin ich wieder alleine am Start. Nein, bin ich natürlich nicht. Sie ist auch da. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich als allererstes bitte einen Daumen nach oben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Da wissen wir, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar und abonniert den Kanal. Und jetzt werden wie in jedem Vlog natürlich wieder drei Leute am Ende gegrüßt. Das nächste Mal verspreche ich euch, ist Alena wieder dabei. Ich werde sie dazu nötigen. Und ja, vielen Dank, dass ihr unsere Videos guckt. Danke für eure Unterstützung. Schöne Grüße gehen raus an Mandy Schippel, an Maya Stö und an Jatelio. Und in dem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.